Haben Sie, liebe Schwestern und Brüder, haben Sie in Ihrem Leben schon einmal was riskiert? Ich meine, richtig riskiert. Sie können sich denken, naja, wie komme ich dazu, mir sonntags morgens, wenn ich zur Kirche gehe, mir eine solche Frage stellen zu lassen? Ich bin ja hier niemandem Rechenschaft schuldig. Aber die Frage stelle nicht ich, sondern das Evangelium. Denn was Jesus hier erzählt mit seinen Gleichnissen, ist volles Risiko. Und es kommt öfter im Evangelium vor, dass Jesus offenbar fasziniert ist vom Geschäftsgebaren gerissener Leute. Das heißt nicht, dass wir das nachmachen sollen, aber es fasziniert ihn etwas daran. Denn wenn wir uns das erste Gleichnis heute anschauen, da geht einer auf einen Acker und entdeckt einen Schatz. Der gräbt ihn aber wieder ein, sodass niemand außer ihm davon weiß. Und da geht er hin und kauft den Acker. Man würde das Heimtücke nennen im Deutschen. Eine Form von Betrug. Er kauft den Acker um einen normalen Preis, sagt aber nicht, dass da ein Schatz drin liegt. Und Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es so. Jesus will nun nicht, er hat es nicht beabsichtigt, obwohl es sich natürlich manchmal herausstellt, dass wir als seine Jünger und Jüngerinnen eine Bande von Betrügern werden. Aber die Hellsichtigkeit, der Witz darin, das Risiko, das scheint ihn immer zu faszinieren. Wir erinnern uns an jenen betrügerischen Verwalter, der Weiser wird rausgeschmissen und der weiß, ich bin erledigt, was mache ich jetzt? Und er geht heimlich hin und er lässt den Schuldnern seines Herrn immer die Hälfte oder noch mehr der Schulden, um sein Überleben zu sichern. Und Jesus lobt diesen Verwalter. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Er lässt sich eben etwas einfallen. Der hat Witz. Der hat eine Idee. Wenn die älteste Auslegung, die wir greifen können zu unseren ersten beiden Gleichnissen heute sagt, dass diese Perle, die in der Antike der Inbegriff von Schönheit ist, und der Schatz, dass das Christus selber ist, so ist die erste Frage, die uns das Evangelium, die uns Jesus heute vorlegt, hast du jemals in deinem ganzen Leben für Christus, für diesen wirklich einzig wahren Schatz deines Lebens etwas riskiert? Oder ist das wie Milch im Kaffee? Einige trinken den schwarz, einige nehmen Zucker und einige nehmen auch Milch. Und der christliche Glaube, das ist sowas wie, ach ja, man kann die und die, diese Milch nehmen und eine andere, und, oder ich trinke lieber schwarz. Ohne jegliches Risiko. Das ist wie morgens, das gehört zum Frühstück irgendwie dazu. Der christliche Glaube, das ist wie so Frühstückskaffee mit Milch von mir aus. Okay, ist schön. Wenn wir den zweiten Punkt anschauen, auf den Jesus Wert legt, der oft in unserer Wahrnehmung und wenn wir dieses Evangelium hören und was uns vielleicht unsicher macht, hoffentlich, und erschreckt, hoffentlich, nämlich die Frage, ob wir jemals etwas riskiert haben, wenn wir den zweiten Aspekt, auf den Jesus großen Wert legt, betrachten, dann gibt es eine Erklärung für die Krise von heute und auch für die Krisen, die es immer wieder in der Kirche gab, und immer wieder geben wird. Der zweite Aspekt neben dem Risiko ist nämlich die Freude. Das wird oft vergessen, das steht hier. Ein Mann entdeckte diesen Schatz, er grub ihn wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß. Das ist nicht ein verdruckstes, vermuckstes Risiko zu sagen, oh, ich weiß ja nicht, aber mal sehen, okay, gut, jetzt setze ich mal alles auf eine Karte und so kalkulieren, sondern der geht voll Freude hin, der kennt nichts anderes mehr und freut sich darüber. Leben wir ein risikohaft, freudvolles Christentum oder hängt unser miesepeteriges Christentum, das wir oft leben und wir geben manchmal so ein Bild ab, oder zu oft,
hängt vielleicht diese mangelnde Freude damit zusammen, dass wir ein mangelndes Risiko haben, dass wir überhaupt nichts riskieren. Oh ja, hat mir die Tage jemand gesagt, wenn es denn stimmt mit der Auferstehung, ist es auch gut. Ja, das kann man so sagen, kann man auch so sehen. Immerhin gibt man der Auferstehung noch einen gewissen Platz. Wenn es denn stimmt, ist es auch gut. Und wenn es nicht stimmt, müssen wir uns hier ein bisschen anstrengen, ein schönes Leben haben und dann war es das eben so lange. Das ist kein Risiko, liebe Schwestern und Brüder. Das ist Berechnung. Gibt es einzelne Punkte? Und ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, einmal heute oder in den nächsten Tagen, dass ich für Christus etwas riskiert habe, weil es den Stellenwert in meinem Leben markiert, was Christus für mein Leben eigentlich ist, das Wertvollste, das es gibt, das Wichtigste, das es gibt. Ein unglaubliches Geschenk, ein Leben mit allem Kram, den ich mir aneigne, den ich mir anlese oder den ich mir kaufe, vollkommen wertlos ist, Schrott von A bis Z. Gehe ich an irgendeinem Punkt ein Risiko ein, was meinen Glauben angeht, riskiere ich etwas für den Glauben. Und das heißt heutzutage auch, den guten Ruf zu riskieren. Dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, ist auch einer von den Bekloppten. Oder der geht noch in die Kirche, ist ja mindestens ein Piusbruder. Mindestens, wenn nicht schlimmer. Wahrscheinlich eine Kreuzung aus Opus Dei und Piusbruder. Sozusagen die Monster schlechthin in der Geschichte. Wenn jemand zum Sonntagsgottesdienst geht. So weit sind wir. Und manchmal hören wir solche Stimmen innerhalb der christlichen Gemeinde. Hat mir auch dieser Tage jemand erzählt, dass hauptberuflich bezahlte Leute von der Kirche, vom Bistum angestellt, ausgerüstet mit einer Missio Canonica, den Firmenkandidaten sagen, in die Kirche braucht er nicht zu gehen. Oder ich sage, ach, das ist von gestern. Ja, Risiko gleich Null, Sofa-Christentum, bourgeoises, langweiliges, freudloses Sofa-Christentum, nichts anderes. Okay, das gehört ins Wohnzimmer und vor den Fernseher geparkt. Aber wen wollen Sie damit gewinnen? Niemand. Wenn es gut geht, verteilen Sie noch Erdnüsse. Okay. Aber das ist nicht Glaube. Den einzig wahren Schatz, den du in deinem Leben finden kannst, ist Christus. Ist an ihn zu glauben, ist dich an ihm festzumachen und für ihn etwas zu riskieren. Und dann wirst du freudig hingehen und die nächsten Schritte tun. Sollten wir das nicht mal ausprobieren?